Hallo! Und herzlich willkommen zurück bei Hellblade auf dem PC. Senua Sacrifice auf 4K. Mit von Nöher, Gameplays als Hobby. Tja, die erste Prüfung haben wir geschafft. Gehen wir ab zur nächsten. Sind ja doch ein paar. Müssen wir hier lang. Einmal einen langen Weg drumherum. Ich habe mich jetzt nur gefragt, wo wir eben gerade in der Szene, aber das war logischerweise auch nur Einbildung alles. Als ob wir hier von so einem Stück Holz, sage ich jetzt mal, in eine andere Welt kommen, in so Grabhügel und sowas. Da hatten wir ja dann plötzlich ein Schwert, wo wir uns dann gegen unseren Vater so gesehen behauptet haben. Aber gut, wie gesagt, ist ja alles nur Einbildung. Einbildung ist auch eine Bildung, sagt man ja so gerne. Was erwartet uns hier? Plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. I don't like it. This place feels... What is this place? This place feels... It's... creepy. Creepy. It feels wrong. It feels strange. Where is it? Okay. Hier gab's wohl eine Seuche. This is wrong. This has to be wrong. This place stinks. There he is. Didius. The light. Go towards it. He's in the house. He's going in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. The air. Where's it gone? Keep going. How do you find it? Schon wieder fort. It's just a trial. It's just another test. You just have to solve it and then you can find it. It's a test. Like the old warrior trials. Dillian will help me. Bitte keine Gegner. No. Don't worry. Not ich habe, soweit ich weiß, kein Schwert. It was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. But the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong. Something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like them. It's an illusion. It's magic. Just another trick. Another trick to play on you. Keep going. The water is foul. It's thick. Air is foul. Ach, der Torbogen soll magisch sein. Okay. Wie rum muss ich da durch? So? Ne, die Brücke schimmert immer noch. Schimmert immer noch. Fokus bringt nichts. Ich muss irgendwie da hoch, oder? Ja. An sich ist hier alles zu, da kann ich nicht durch, aber durch den Torbogen wahrscheinlich.
Kann ich da durch, ja. Finde ich schon cool gemacht, also. Oh. The Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhands, and then the farmer and six of his men drowned at sea. But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware, because there will be death in that house. Ich kann's bestimmt nicht. That's it. You did it. She did too. It's not done yet. Just a small piece of the puzzle. You found a way to climb the tower. A ladder. Quick. Den Turm zu besteigen. Tja, wenn man weiß, wie es funktioniert eigentlich, dann sind die Rätsel eigentlich gar nicht mal so schwer. So, hä? Huh? She did it. She did it. You fixed the bridge. She fixed it. You passed the trial, get to the house. So, dann gehen wir mal über die Brücke. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Ich meine, klar, natürlich, ich weiß ja wohin. Ins Haus natürlich. Wo diese schemenhafte Gestalt angeblich so Dylan war. Blau leuchten tut's noch, aber ich nehme an, das ist dann dieser komische Todesmond. Jetzt, wo es so finster wurde, auf jeden Fall. Okay, hier hinten ist nichts. Wie durch die Brücke kam ich. Über die Brücke kam ich. Hier ist nur alles kaputt. Hier ist nichts. Senua! Come to me! Where are you? I'm here! I'm right here! Are you in there? Come out if you are. Where is he? Find him. You have to find him. The runes. Focus. Was für Runen? Focus the runes. Oh, okay. Come on, they are the key. You can open the gates. Ich glaube, die liegen schon länger hier. Focus now. Ich fokussiere, ja. There was a Northman called Grettir. Big, red-haired, immensely strong. But he was afraid of the dark. It happened one night that an undead creature came to his house to drag him outside into darkness and kill him. He resisted with every ounce of his strength. He clung to the doorframe, but it gave way, and they spilled out of the house, and the monster fell back, and the moon shone down on its ghastly face. Grettir, terrified, cuts off its head, but is cursed forever. From that moment on, wherever he was, he would see those hideous eyes staring back at him. Sometimes we allow our own fear to haunt us to our grave. Ja, da ist die Tür mit den Ruhen. Okay. Meine Freundin hat erstmal geschrieben. Muss ich erstmal zurückschreiben, sorry.
Ich glaube, ich nehme das Handy am besten, ja, da kann ich besser tippen. Und schneller. Weiter geht's. Ich hatte schon gedacht, die Tür wäre nur eine Einbildung. Wie bei Evil Within 2, ganz am Anfang, ne? Was war das? Mir hätte ja mal einer sagen sollen, dass ich da wegrennen muss. Oh, schön, einmal im Kreis laufen. It's close, it's close, move away. Senua, move away. Feel it. You'll die. Don't let it see you. It is. Go towards it. Run. Focus. Find it. Focus. Focus. Ah, da. Focus. Two more. Two more. Where are they, Senua? Don't let it see you. Don't get lost. Don't let it see you. Come on. You'll start to burn. Go in. You'll burn. There it is, move away. What should I do? Ich hab keine Ahnung, was ich mach. Da hinten ist auf jeden Fall wieder was. Nein, andere Seite. Sie erinnert mich... Sie erinnert mich auch wieder irgendwie an die Evil Within. Ah. Nein! Oh. Toll! Warum war der plötzlich so nah? Muss ich jetzt die ganzen Symbole wieder finden? Scheiße, okay. There it is. Huh? It's close. It's close. Move away. Senua, move away. You'll die. Run. Run. Run now. Wie der schon hier? Was soll der Mist? Na toll. Kettennerven. Die halten dann voll auf. Ja.
Lass mich vorbei! Okay, wunderbar. Gerade so geschafft. Senua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this has nothing to do with the sword? Meine Güte. The sword will never be. What if this is the end? It's just a trick. It's just a pointless test. You've been fooled before, you could be fooled again. Okay. Ich glaube, wir haben nur noch zwei Tests. It's just their game for you. You never know which. Schaffen jetzt in dem Teil natürlich nicht. Gehen wir mal rein ins nächsten. Mal schauen, was da passiert. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Baldur. The second son of Odin, he was beautiful, good and wise. Bei God of War hieß er Baldur. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him, only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Ich nehme an, es lädt. Deswegen dauert das etwas. Gut, wo sind wir denn jetzt hier? Wieder irgendeine Bruchbude. Wunderbar. Mal sehen, was uns hier erwartet. Jetzt so. Fällt die Brücke so einem entgegen. Die Maske sieht bestimmt hier wie ein Weg nach oben. Okay, von hier sieht es auch komisch aus. Sag dir doch. Es ist heller und hübscher. Okay. Echt interessant. Jetzt ist da immerhin der Weg frei.
Interessante Ideen hier bei dem Spiel. Cool gemacht. Okay, das ist von der anderen Seite verschlossen. Das war mir klar, dass es wieder sowas hier ist. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world, fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her sons. Wie bei God of War. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Freya war es bei Only God of Loki, War. Father of Hela, the mistress of death, is not amused. Und Loki, haben wir ja gemerkt, am Ende von God of War war unser kleiner Sohn von Kratos. Der hat ihn ja wieder sterblich gemacht. Okay, wir sind bei 21 Minuten. Das war's hier mit diesem Teil. Und ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gut gefallen. Hoffe ich generell auch die ganz letzten anderen Teile. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Teil. Falls ihr Ideen oder Einfälle zu diesem Spiel habt, lasst sie mich lesen. Würde mich mal interessieren, was ihr zu diesem Spiel sagt. Und ansonsten dürft ihr wie immer gerne meinen Daumen, was heißt wie immer, aber ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben, beziehungsweise ein Abo dalassen. Dann kriegt ihr natürlich immer Bescheid, wann der nächste Teil hochkommt, beziehungsweise ein anderer Teil von einem anderen Let's Play, das man sich vielleicht auch da sieht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube und auf meiner Kanalseite. Und ja, das war Hellblade: Senua's Sacrifice mit von Löhr, Game Desert's Hobby, das bin ich. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Tschüss.